Gut, dann steigen wir einfach mal ein. Vielleicht, um nur ein paar Grundsätze noch mal festzuhalten. Neoliberale Globalisierung ist ja in aller Munde und die Auswirkungen sind ja auch relativ klar. Was aber nicht so klar ist, wie sie eigentlich gemacht wurde. Was ist denn der Kern, der hinter dieser neoliberalen Wende steht? Und da ist ganz eindeutig, dieses Thema Steuerpolitik und Steuerwettbewerb war einer der zentralen Hebel, um die neoliberale Wende zu realisieren. Und ATTAC ist ja quasi seit seiner Gründung und war ja auch, steht ja immer noch im Rahmen, dabei genau an der Ecke Politik zu machen, um diese Steuerwende wieder schrittweise zurückzubringen. Heute überall quasi das Thema ungerechte Vermögensverteilung ist, kann man fast jede Woche in der Zeitung lesen, ein gewisser Artikel, gerade auch die bürgerliche Presse hebt es ja immer wieder hervor. Es gibt wirtschaftswissenschaftliche Studien, die sagen, hier ungerechte Vermögensverteilung ist sozusagen nicht nur ein gesellschaftliches Problem, sondern behindert wirtschaftliche Entwicklung, beschränkt das Wirtschaftswachstum. Auch von der Politik auf Sonntagsreden kann man schöne Artikel lesen. Hier zitiert Sigmar Gabriel im Handelsblatt mal im August über eine ganze Seite, was man alles dagegen machen müsste. Und ganz kurz, jetzt diese letzte Woche, der Johannes Huth, Europachef von KKR. KKR ist so eine der Heuschrecken, die ungefähr 130 Milliarden Kapitalanlage verwaltet für Patente von Patentenreichen. Ne? Und der auch in dem Interview ganz klare Aussage, Ungleichheit behindert Wirtschaftswachstum, muss verändert werden. Aber bisher quasi keine Konsequenzen in der Tagespolitik. Und da kommen wir dann nochmal drauf. Und deswegen sagen wir, und das steht hinter unserem ganzen Konzept, wir brauchen quasi wieder einen Lastenausgleich, einen grundsätzlichen, der die Lastenverteilung neu regelt. Und das geht über grundlegende Korrekturen bei der Steuer- und Aufgabenpolitik. Das ist sozusagen der Hintergrund, warum für uns Steuerpolitik eine wichtige Komponente unserer Arbeit ist. So, und vielleicht zu dem, was ich heute nochmal darstellen will. Zum einen, wo wird wie verteilt? Wo werden denn eigentlich die Gelder verteilt? Wie sind wir zur aktuellen Situation gekommen? Dann einige Beispiele der aktuellen Steuerpolitik, wo man sieht, wie heute noch Steuerpolitik gemacht wird. Und dann kommen wir zum Thema sekundäre Einkommensverteilung, Steuersätze, wie sieht das konkreter aus und dann eben unsere Eckpunkte. Wir haben ja quasi zwei Ebenen, wo Einkommen verteilt wird. Das eine ist diese sogenannte primäre Einkommensverteilung, das ist das, was bei der Güterproduktion unmittelbar verteilt wird. Das heißt Arbeit, Lohneinkommen. Diejenigen, die Boden oder Immobilien besitzen, beziehen Rente, Pacht oder Miete, Kapitalvermögen, bezieht Zinsen und Dividenden und Unternehmensleistung, Profit und Gewinn. Und diese Verteilung passiert ja alltäglich nach ökonomischen Funktionen über Märkte. Und diese Primärverteilung hängt natürlich davon ab, wie die Einkommen auf diese vier Komponenten verteilt werden, wie groß sind die Komponenten in diesen Bereichen. Und die ist ja zum Beispiel dadurch geprägt, dass in den letzten Jahren die Kapitaleinkommen immer größer geworden sind zum Nachteil der Lohneinkommen, der Arbeitseinkommen. Und natürlich, also hängt die Verteilung, Primärverteilung davon ab, wie sie auf diese vier Komponenten verteilt wird. Und dann natürlich, wie diese Komponenten auf Personen nochmal verteilt ist. Wer wie viel von den einzelnen Komponenten in seinem Besitz hat. Normalerweise, oder heißt es ja immer in unserer Wirtschaft, dass der Staat in diese Verteilung nicht eingreift. Aber natürlich tut er das auch. Hier ein kleines Beispiel, Streikrecht.
jedes Jahr Tarifauseinandersetzung, wo es genau darum geht, wie viel Einkommen die Mitarbeiter bekommen. Und da ist dann natürlich so, dass offiziell der Staat sich aus dieser Auseinandersetzung raushält, aber es natürlich Lohnleitlinien gibt und. Und die, in der politischen Diskussion über Tarifrunden sich die Partei und der Staat schon einmischen. Also das ist diese sogenannte primäre Einkommensverteilung. Und dann haben wir eben die sekundäre Einkommensverteilung, die heute unser Thema sein wird. Also wo Finanzmittel für Transferzahlungen des Staates an die Haushalte nochmal läuft. Ein großer Teil davon ist zum Beispiel in Deutschland die ganze Sozialversicherung, wo mehrere hundert Milliarden nochmal umverteilt werden. Sozialhilfe, Sparförderung, alles was an öffentlichem Güterangebot gibt, die nochmal, wo die Gebühren nicht die Kosten tragen, wie zum Beispiel öffentlichen Nahverkehr oder eben Subventionen zur Wirtschaftsförderung. Voraussetzung dafür ist aber natürlich Bereitstellung von Finanzmitteln. Und das geht zum großen Teil über Steuern und zum anderen nochmal über Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge. Also das sind ja die beiden großen Komponenten, wo der Staat seine Finanzmittel generiert, die er dann eben nochmal umverteilt. Und das ist genau der zentrale Hebel, wo angesetzt wurde bei der neoliberalen Wende. Dass Steuern schon immer ein ganz spezifisches Thema waren, ne? Kann man ja aus der Geschichte lernen. Zwei große Revolutionen haben sich ja an der Besteuerung entzündet. Zum einen die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung entstand ja aus diesem Thema, dass die US-Amerikaner damals die englischen Kolonien in Nordamerika, so muss man richtig sagen, keine Steuern zahlen wollten ohne Mitbestimmung im englischen Parlament. Das wurde ihnen verweigert und dann war ja die Bewegung los von England. Und in der Französischen Revolution war ja auch ein großes Thema, dass die Steuerbelastung immer mehr von den Vermögenden zu den Armen geschoben wurde. Und dann quasi, hier gibt es diesen schönen Satz, ich finde den immer noch so treffend, seit dem Augenblick, wo die Steuer darauf zielte, nicht mehr diejenigen zu treffen, die am fähigsten waren, sie zu bezahlen, sondern diejenigen, die am unfähigsten waren, sich dagegen zu wehren, musste man zu der scheußlichen Konsequenz kommen, sie den Reichen zu ersparen und die Armen damit zu belasten. Also ja, ein Satz, den man heute in vielen Bereichen auch nochmal anwenden könnte. Das, denke ich, brauche ich hier jetzt in dem Fall nicht größer diskutieren. Wichtig war nochmal hier die 80er, 90er Jahre, diese neoliberale Wende. Das waren zwei große Punkte. Zum einen Wettbewerb nicht nur auf den Warenmärkten, sondern in allen politischen und gesellschaftlichen Bereichen. Also quasi dieses ganze Thema, jetzt nicht nur die klassischen Warenmärkte den offenen Wettbewerb zu unterwerfen, sondern eben auch zum Beispiel Güter, die bisher vom Staat bereitgestellt wurde, auch Konkurrenzbedingungen zu unterwerfen, heißt Privatisierung der Post, Privatisierung der Bundesbahn, des Bahnverkehrswesens. Und wenn wir heute darüber diskutieren und ja politisch uns streiten darüber, Privatisierung zum Beispiel in der Autobahnen. Ne? Also quasi nicht nur jetzt eines weiteren Verkehrsmittels sozusagen, der Straße. Da war eben diese Diskussion oder Auseinandersetzung damals ausgehend von den USA, Reaganomics und Thatcherismus waren ja klar, quasi Befreiung der Kapitalmärkte von Zwängen, Kapitalverkehrskontrollen einschränken. Die Lady Thatcher hat sich ja bei der Bekämpfung der Gewerkschaften besonders hervorgetan. Dazu kam eben das Zusammenbruch der Systemalternative, also der realsozialistischen Staaten. Und dann eben als nicht zu vergessene Komponente, die ja auch
die Gewerkschaften in den westlichen Ländern sehr massiv geschwächt hat, dass China gesagt hat, liebes internationales Kapital, kommt zu uns, hier hast du die komplette Infrastruktur und billige Arbeitnehmer, produziert doch lieber bei uns. Und das war quasi dann die wirtschaftliche Basis für die neoliberale Wende. Ein weiterer Punkt ist, und da sind wir jetzt bei unserem Thema auch, Steuerwettbewerb der Staaten. Wenn sozusagen die Finanzmärkte offen sind, dann kann sich sozusagen das internationale Kapital aussuchen, wo es investieren will. Das heißt, es investiert natürlich da, wo es die besten Bedingungen hat. Und das heißt dann dazu, dass es quasi diesen Steuerwettbewerb der Staaten gab. Beginnend ab der 80er Jahre oder in den 70er Jahren schon, Reagan, die erste größere Aktion, die er gemacht hat, der die Steuersätze sehr massiv nach unten setzen. Das war dann eben nicht nur in den USA, sondern in der Folge, weil man dann ja nachziehen musste, um das Kapital anzulocken, auch in den anderen Staaten. Entlastung der Kapitaleinkommen. Wir wissen alle, quasi mit der pauschalen Zinsbesteuerung und dann eben Erhöhung bei den nichtflüchtigen Elementen. Jetzt hier nur als Überblick, ich komme dann gleich nochmal auf die konkreten Zahlen. Das ist sozusagen eine Geschichte, die ja sehr offen passiert ist, und daneben haben wir ja nochmal das Thema Steueroasen, Steuervermeidung. Diese Themen werden ja gerade von uns, von ATTAC, auch sehr massiv diskutiert. Und nur um mal Zahlen zu bringen, die aktuellen Zahlen, und deswegen war jetzt mir der Herr Walter Beuern zum Präsent, weil ich ihm heute gerade nochmal die Zahlen runtergeholt habe. Es gibt eine Seite von der Steuerverwaltung von Nordrhein-Westfalen, die sagen, sie haben jetzt über 1,6 Milliarden eingenommen von Steuerhinterziehern und nochmal 700 Millionen von Banken wegen Verletzung von Offenlegungspflichten und Berichtspflichten. Das heißt, Nordrhein-Westfalen hat 2,3 Milliarden über die Steuerhinterziehung eingenommen und bundesweit geht man von ca. 6 Milliarden Euro aus. Das heißt, letztendlich, was dahinter steckt, ist, es sind ja 120.000 Selbstanzeigen. Das ist also, da reden wir nicht mehr von einer kleinen Elite, sondern flächendeckend die Vermögenden haben versucht, sich der gesellschaftlichen Verantwortung zu entziehen. Das sind schon Zahlen, die schon sehr gewaltig sind. Aber es ist sicher nur ein kleiner Anteil, dieser 6 Milliarden. Ja, das ist jetzt quasi das, was über diese Selbstanzeigen und Steuerhinterziehung gelaufen ist. Das ist nicht das, was an Steuern insbesondere von den Unternehmen hinterzogen wird. Jetzt nochmal konkret auch ganz, was in Deutschland passiert ist, Steuerpolitik und Steuerumverteilungspolitik. Hier haben wir sozusagen die Koalition SPD Bündnis 90 von 98 bis 2005. Die haben Steuerreduzierungen einerseits von 110 Milliarden gemacht, Steuermehreinnahmen auf einer anderen Seite von 50 Milliarden. Da war es die Koalition dann 2005-2009, die Schwarz-Rote. Und dann nochmal die CDU, CSU und FDP ab 2009 bis 2011. Das heißt, die haben eine Steuerentlastung in der Zeit, die Regierung durchgeführt, von 180 Milliarden. Das heißt, um 180 Milliarden ist der Staat... Ich denke, Millionen. Ja. Nee, in Millionen, aber das ist ein Punkt und kein Komma. Ach so. Ja, wir reden über Milliarden hier. Ja, 184 Milliarden. Quasi den Staat ärmer gemacht, was er nicht mehr umverteilen konnte, beziehungsweise die Differenz sind jetzt 91 Milliarden, weil es auf der anderen Seite nochmal Steuermehreinnahmen gab, aber jetzt quasi sozusagen nur den Staat um 90 Milliarden ärmer gemacht, aber wenn man sich anschaut, was ist denn da passiert, wo ist das hingegangen,
Dann sind die Einkommens- und Unternehmenssteuern um 90 Milliarden gesenkt worden. Die Verbrauchsteuern wurden dagegen um 40 Milliarden erhöht. Und die 20 Milliarden sind dann nochmal umgeschichtet worden. Da wurden Steuern verwendet, um Sozialversicherungsbeiträge, Zuschüsse zu zahlen. Das heißt, es sind diese 70 Milliarden, aber die Umverteilungswirkung von unten nach oben, weil die 90 Milliarden, das hat sozusagen die Unternehmer und die Kapitaleinkommen entlastet. Das ist ja Kapitaleinkommen, das entlastet wurde um 90. Die Verbrauchsteuern betrifft ja die Masse. Also quasi die einfachen Bürger beim Warren Buffett, wenn der drei Hamburger und dafür Steuern zahlt, das spielt gegen seinen Kapitaleinkommen eine relativ geringe Rolle. Ne? Also von daher ist klar, Entlastung oben und Belastung unten und zusammen sind es dann die Umverteilungswirkung eben von 112 Milliarden, die jährlich wirksam sind. Ne? Das ist nicht einmalig, sondern jedes Jahr 112 Milliarden Umverteilung, die jährlich wirksam ist. Das sieht man auch, wenn man sich hier das Volumen der Steueraufkommen über die Zeit von 1950 bis 2010 anschaut. Da sind also einfach die gesamten Steuereinnahmen anteilsmäßig dargestellt. Da sieht man, dass bis in die 80er Jahre die Lohnsteuer sehr massiv gestiegen ist und dann leicht gefallen ist. Jetzt muss man aber wissen, dass der Lohnanteil am Gesamteinkommen, Nationaleinkommen auch gesunken ist. Das heißt, dieses Sinken ist nur ein relatives Sinken, weil auch sozusagen das Einkommen, von dem die Steuern bezogen ist, auch gesunken ist. Aber in Ihrer Grafik sind tatsächlich die Einkommen, Körperschaft und Vermögensteuer von 95 bis 2010 gestiegen, nicht gesunken. Bitte? Das ist hier? Das ist gestiegen von 95 auf 2010. Ich würde sagen, das ist schon ein bisschen kleiner. Ne? 95 Meter? Ja, aber auch da ist wieder dieser Effekt sozusagen, dass ja das Kapitaleinkommen insgesamt am Volumen zugenommen hat. Das heißt, da ja das Kapitaleinkommen gemessen am Gesamteinkommen gestiegen ist, müsste es ja hier überproportional steigen. Genauso wie es unten halt waagerecht sein müsste. Insofern ist hier nochmal, müsste man noch eine Grafik zeigen. Ich hatte sie hier im Satz drin, habe sie dann aber rausgenommen, weil sie eh schon so viele sind. Was aber ganz klar ist, dass sozusagen die Umsatzsteuer, also das heißt die Konsumsteuer, sehr massiv im Anteil gestiegen ist und dass sozusagen hier die stärkere Belastung gekommen ist. Genau. Man sagt ja immer, dass aufgrund der Steuerwettbewerbes eine nationale Steuerpolitik nur begrenzt möglich ist. Das ist aber nur teilweise richtig, weil es sehr große Möglichkeiten auch mal auf einer nationalen Ebene der Steuergestaltung gäbe. Hier zum Beispiel Erbschaftssteuer, da ja das ja gerade aktuell in der Diskussion war, sieht man eigentlich, wenn man sich die Erbschaftssteuersätze anschaut, wie sie zurzeit gültig sind, Klasse 1 heißt die direkten Verwandten, das heißt Eltern, Kinder. Wenn also jemand sozusagen 6 Millionen vererbt, dann müsste der Erbe 19% Erbschaftssteuer zahlen. Soweit die Tabelle, die relativ weit vorne im Gesetz steht. Dann schaut man sich die Wirklichkeit an. Dann schaut es so aus, dass zurzeit jährlich ungefähr 200 bis 300 Milliarden Euro vererbt werden im Jahr. Davon werden aber nur 34 Milliarden besteuert, überhaupt besteuert. Der Rest geht steuerfrei. Und bei diesen 34 Milliarden wird dann eine Erbschaftssteuer von 5,4 Milliarden erhoben. Das heißt also, von den Steuersätzen, die hier stehen, sind wir meilenweit entfernt. Und wieso ist das so? Dann das sieht man sich. Das Vermögen ja nicht richtig ist. Es ist steuerpflichtiges, steuerpflichtige Beträge. Und Sie haben geschrieben Vermögen. Der Unterschied zwischen Vermögen und Steuerpflicht sind ja allein schon mal die Kleinbeträge. Eine Grafik vorher.
Nochmal, Entschuldigung. Meine, Sie haben die Grafik noch vor. Dass die Scheiben vermögen bis 75, ist ja nicht richtig. Bei 75.000 Übertragung Steuerklasse 1 zahlen Sie überhaupt keine Steuern. Das ist ja eine Differenz aufgrund der Freibeträge. Entschuldigung, das ist hier so richtig, ist falsch, ja. Über. Das muss heißen über. Ja, nicht über. Bei Steuerklasse 1 haben Sie 500.000 bei Ehegatten und 400.000 bei Kindern. Das heißt, die 75 werden erst gezahlt mit 575. Ja, okay. Gut, jetzt schauen wir uns ganz konkret die Verteilung der Erbschaften an, wie sie es vom Statistischen Bundesamt mitgeteilt wurden für 2015. Da ist jetzt unterteilt die Gruppe von 100.000 bis 200.000, 200 bis 300 und so weiter. Und dann sieht man, dass große Volumina im Bereich 500.000 bis 2,5 Millionen vererbt werden, wobei 22% die Gesamtzahl betrifft und das nochmal unterteilt ist in Erbfälle und Schenkungen. Also Erbfall ist ganz klar, jemand stirbt und dann gibt es ein Erbe. Oder das andere hier, das ist eine Schenkung, das heißt Schenkung unter Lebenden. Der Vater schenkt seinen Kindern oder die Mutter Geld oder was auch immer oder ein Haus. So, und da sieht man, ein Bereich, der sehr stark ist, sind das Volumen von 500.000 bis 2,5 Millionen. Aber der größte Brocken ist dahinter mit 37,8%. Das sind Schenkungs- und Steuervorgänge über 20 Millionen. Und dabei ist auch fallend, dass das nur 3,5% davon, von dem Volumen sind Erbschaftsfälle und der Großteil sind Schenkungen. Das heißt, Schenkungen und Verleben, das heißt, ein Großteil des Vermögens in Deutschland wird nicht sozusagen im Todesfall weitergegeben, sondern schon vorher. Und warum? Kommt jetzt gleich. Da können wir uns auch da hinten auf die Bereiche konzentrieren. Da war dieses große Volumen. Da sieht man, dass von dem Volumen, das dort verschenkt wird, 52% besteuert wird. Das heißt also, wir hatten ja gesagt, das Gesamtvolumen, das besteuert wird, sind 102 Milliarden. Können wir also ganz grob schon rechnen. Hier sind es 22 Milliarden und da reden wir über nicht ganz 40 Milliarden. Also diese 22 Milliarden davon wird 10 Milliarden unterliegt der Steuer. Da hinten sieht man, da unterliegen nur 3,6% der Steuer. Also nochmal zurück. Von diesen 34% unterliegen nur 3,6% der Steuer, was zur Folge hat, dass der effektive Steuersatz bei Schenkungen über 20 Millionen bei 0,5% liegt. Also zurück in unsere Tabelle. Da bei 13 und 26 Millionen, eigentlich müsste er bei 27% sein, real, ne? Real reden wir über 0,5%. Und das ist sozusagen das, was die Leute aufregt. Ne? Wir haben vorne eine schöne Steuertabelle und hinten haben wir Sonderregeln für Übertragung von Unternehmensvermögen, was zur Folge hat, dass quasi die Susanne Klatten, wie sie von ihrer Mutter die BMW-Anteile geerbt hat, kaum Steuern gezahlt hat. Das ist quasi Konsequenz daraus. Das wissen die Leute gar nicht. Und ich habe also ein bisschen bei der Berichterstattung über die Anpassung der Erbschaftssteuergesetzgebung darauf gewartet, dass man mal so eine Erkenntnis irgendwie mitteilt. Da ist überhaupt nichts gekommen. Das war nur oberflächliches Wischiwaschi im Vergleich dazu. Ja. Also es fand überhaupt keine Aufklärung über die Inhalte, de facto Besteuerung und was in den Unternehmensbesteuerung ist. Eben, drum habe ich diese Folie gemacht, weil ich war selber auch nochmal platt. Ja? Dass sozusagen 34%, also von den 102 Millionen Milliarden werden 34% über Schenkungsvorgänge gesteuert. Das heißt auch, klar ist, warum Schenkungsvorgang? In einem Schenkungsvorgang,
den kann ich zeitlich genau platzieren, weiß, wie es macht, während ein Sterbevorgang, der kommt dann überraschend, da kann ich dann auch steuerpolitisch nicht mehr so agieren. Deswegen wird eben groß, gerade bei den großen Vermögen, werden die nicht im Erbfall erst übergeben, sondern eben vorher. Das Problem wird sich fortführen, weil was Sie zeigen, sind ja eben nicht die Schenkungsfälle, um wieder präzise zu sein, des Jahres 2015, das ist nämlich richtig. Sondern es sind die Bescheide des Jahres 2015. Ja, okay. Das heißt, je komplizierter ein Unternehmen ist, desto länger dauert der Bewertungsvorgang. Mhm. Das heißt, wir werden durchaus noch einen Zeitraum von 10 Jahren haben, wo wir die Schenkungs- und Erbschaftsfälle des derzeit, also des jetzigen Systems. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, dass auch vor dem Hintergrund der drohenden Erbschaftssteuerreform viele Schenkungen vorgezogen wurden, weil man ja nicht genau wusste, was dann letztendlich wirklich rauskommt. Und von daher ist es vielleicht eine Überzeichnung, aber ich gebe Ihnen recht, das wird sich die nächsten Jahre nochmal weiter so darstellen. Ich wollte noch kurz dazu fragen, das sind ja jetzt privat, gerade Privatvermögen und eben nicht Unternehmensteile oder Unternehmensanteile. Nein, das ist doch, die sind ja mit dabei. Das sind mit drin. Das ist alles dabei. Okay. Ja, ja. Nein, die Steuerfreien können nur Betriebsvermögen sein. Ja, richtig. Wenn Sie heute ein Wertpapierdepot haben, sind Sie steuerpflichtig. Okay. Wenn Sie landwirtschaftlich, forstwirtschaftliches Vermögen haben oder eben Betriebsvermögen, dann kann steuerfrei sein. Ja. Also, das ist auch zum Beispiel der Hintergrund dessen, dass sozusagen hier bei diesem mittleren Vermögen die Steuersätze, also der Anteil, der der Steuer unterliegt, höher ist, weil da sozusagen der Anteil von Sparvermögen, Wertpapieren oder Immobilienvermögen größer ist, während da hinten wir hauptsächlich über Unternehmensvermögen reden. Der hat eine Frage, die Quelle zu diesen Zahlen, wo das steht im Internet auf der Office. Die Statistisches Bundesamt. Ja, genau. Das ist Statistisches Bundesamt. Also die Studien sind ganz offen. Also nichts Geheimnisvolles. Man muss sie nur ein bisschen anders auswerten. Ne? Also so direkt findet man die Zahlen nicht, aber die Basiszahlen sind alle im Internet. Also das ist sozusagen die große Aktion, wo eine nationale Steuerpolitik ohne weiteres möglich wäre, wo man sozusagen die oft beklagte Ungleichheit etwas kompensieren könnte. Und dann kommt so eine ganz kleine Geschichte, aber ich finde sie trotzdem auch sehr, sehr passend, weil sie ja gerade aktuell ist. Erhöhung Kindergeld und Kinderfreibetrag 2017, nächstes Jahr. Politik sagt, wir tun was für Kinder. Ne? Erhöhung Kindergeld 2 Euro pro Monat, sind also, Kind kriegt 24 Euro mehr. Aber der Steuerfreibetrag wird um 108 Euro erhöht. Jetzt haben wir ja einen Spitzensteuersatz von 42%. Das heißt, das Kind von Eltern, die 42% Steuern haben, das kriegt 45 Euro mehr. Also, Spitzensteuersatz von 48,5. Bitte? Ich habe jetzt nur ein Basissteuer, ja, können wir jetzt noch einen Soli dazu nehmen, aber ich wollte es jetzt nicht noch schlimmer machen. Ne? Dann wären es ja noch ein paar Euro mehr. Aber das ist ja der Basissteuersatz. So, jedes Durchschnittskind bekommt 24 Euro mehr, Kinder von gut verdienen 45. Ja, die müssen sich dran tun, reich zu werden. Ne? Ist ja klar. Nee, nicht so ernst, aber es zeigt nur, dass man halt quasi auch in der Alltagspolitik Einkommenspolitik macht. Das ist mir wichtig zu zeigen. Hier diese Ungleichverteilung kommt nicht von irgendwoher, sondern die wird alltäglich in der Tagespolitik gemacht. Immer wieder. Und das Ergebnis ist eben dann die große Ungleichheit. Aber gemacht wird sie ganz im Kleinen, ganz still, keiner legt sie nach. Aber das ist ja dann Absicht, wenn sie gemacht wird. Ja, klar ist es eine Absicht. Ich könnte ja sozusagen Freibeträge abschaffen oder einfach Zuschüsse zahlen. Also, warum brauche ich neben dem Kindergeld noch einen Freibetrag?
So, und jetzt kommen warum wir. Warum wird sowas gemacht? Bitte? Warum wird sowas gemacht, damit alle die Reichen reichen? Nein. Weil die Leistungsträger ja quasi entlastet werden müssen. Der Leistungsträger, das Verfassungsgericht verlangt, dass die Steuerfreibeträge von der Größe der Familie abhängig sind. Und wenn Sie Kinder haben, steigt damit Ihre Familie und dann müssen Sie auch zusätzliche Freibeträge geben. Deswegen sind Sie auch erst einer der Wege. Ja, die Freibeträge sind eine direkte Relation der zahlenden Mitglieder in der Familie. Ja, wobei das hier nicht die Rolle spielt, weil Kindergeld gibt es ja auch, je mehr Kinder, umso mehr. Also, das Thema ist quasi immer, mache ich einen Freibetrag oder mache ich einen Abzug von der Steuer? Können Sie auch mit einem Steuerabzug machen? Das wäre dann für alle gleich. Ja. Außer für die, die keine Steuern zahlen. Da kommen wir aber auch noch dran. Das wird gut. Also, hier ging es mir nur darum, sozusagen zu zeigen, das eine war große Politik, das andere ist kleine Politik, aber die Wirkung ist dieselbe. Auseinanderziehen. So, und dann ist die Frage ja, können wir uns sozusagen einen Sozialstaat zu früherer Zeiten noch leisten und wie hoch ist denn eigentlich die Belastung? Da nochmal, Entschuldigung, Haushaltsbruttoeinkommen privater Haushalte 2014. Das Haushaltsdurchschnittseinkommen war in 2014 4.100 Euro. Also können Sie sich selber ein bisschen einordnen, ob Sie unter oder über dem Durchschnitt sind. Was ist ein Haushalt? Haushalt kann eine Alleinperson sein, kann auch eine Familie sein. Also die gemeinsam die Steuererklärung abgeben, sozusagen. Das ist es. Also bei einer Familie gemeinsam veranlagt, Haushalt oder auch eine einzelne Person. Da kommen im Durchschnitt, bundesweit im Durchschnitt, 62% aus der Erwerbstätigkeit, 23% aus öffentlichen Transferzahlungen. Da steckt zum Großteil die Rente dahinter. Also quasi die Altersrente, kann auch Pflegegeld sein, kann Krankengeld sein. Das sind Transferzahlungen. Dann Einnahmen aus Vermögen, also Kapitaleinkommen und Einkommen aus nicht öffentlichen Transferzahlungen, das ist also private Lebensversicherung. So, und wenn man sich anschaut, wie sich diese Verteilung des Einkommens verteilt hat über die Jahre, entschuldigt, dass ich euch dieses Zahlengebirge, ich habe keine bessere Grafik gefunden. Es geht hier von 1985 bis 2011 und hier wird in der ersten Gruppe wird dargestellt, wie hoch ist der Anteil von Menschen, die weniger als die Hälfte des Durchschnitts verdienen. Und da sieht man, dass der von 5,8% auf 7,7% geklettert ist. Dann geht es um den Bereich 50-70%. Darf ich Sie korrigieren? Nicht im Durchschnitt, Sie haben unten geschrieben die Median. Also Median, ja, genau. Entschuldigung. Die also, die da drunter liegen. Und dann kommt die Gruppe von 50-70%. Also da nochmal ein Anstieg um nicht ganz 2% der Leute, die, wenn man so will, ist unter die Armutskategorie fallen. Dann der einkommensschwache Gruppe nochmal von 13,7 ein bisschen geschrumpft. Dann im mittleren Bereich auch von 20 auf 19,2 alles ein bisschen gleich geblieben oder etwas geschrumpft. Wo es einen Zuwachs gab, ist bei der einkommensstarken Gruppe, die über das Doppelte des Durchschnitts verdienen. Und die ist von 4,5% auf 7,6% gestiegen. Also wir haben die Zuwächse oben, also von denen, die ganz viel verdienen und bei denen, die sehr wenig verdienen. Und der Mittelstandsbauch sozusagen, der ist leicht geschrumpft. Also das heißt, alles sozusagen, was hier, ist halt einiges hier gelandet und auf Kosten der anderen Gruppen, insbesondere der ganz schwachen Gruppen. Und das quasi kontinuierlich über die Jahre hinweg. Also das, was wir sozusagen feststellen an der Vermögensseite, stellt sich auch bei der Einkommensseite dar.
So, das war Einkommen. Und dann war die Frage, wie schaut es denn aus, wie reich ist denn eigentlich Deutschland? Und da gibt es auch eine schöne Statistik, auch wieder vom DISTATIS, also vom Statistischen Bundesamt. Das sind jetzt die Zahlen von 2015 für 2014. Die neuen kommen jetzt dann im November. Das heißt, die in Deutschland sich befindlichen Anlagegüter haben einen Wert von 9,5 Billionen. Wir reden hier über Milliarden. Also 9,5 Billionen. 2000 waren es noch 6.700 Milliarden, ist geklettert auf 9.499 Milliarden, also in der Zeit um 40% gestiegen. Grund und Boden, auch nochmal ein Zuwachs. Auslandsforderung, das heißt, was Deutsche an Vermögen im Ausland angelegt haben, ein massiver Anstieg von 3 Billionen auf 7,5 Billionen. Das heißt, insgesamt sozusagen das Vermögen in Deutschland der deutschen Bundesbürger zusammen 20,5 Billionen. Also 20.597 Milliarden. Da gibt es auch Verbindlichkeiten. Also es gibt nicht nur Forderungen gegenüber das Ausland, sondern Ausländer haben auch in Deutschland Vermögen angelegt, das sind 6,5 Milliarden, sodass das Volksvermögen netto, also unter Abzug dessen, was Ausländern in Deutschland gehört, 14.000 Milliarden sind. Also keine ganz kleine Summe. Das betrifft also sozusagen, das ist das, was Deutschland an Vermögen darstellt. Also schon erhebliches. Das hier, das war jetzt die deutsche Volkswirtschaft insgesamt, also auch was Unternehmen gehört. Und wenn man sich nur die privaten Haushalte anschaut, da ist es so, dass sozusagen Anlagegüter, Grund und Boden im Privatbesitz sind 7.000 Milliarden. Bargeld 2.000 Milliarden. Ich habe da jetzt von der Deutschen Bundesbank gerade die Zahlen nochmal für das zweite Quartal 2016. Das ist auch nochmal gestiegen. Deswegen die Schlagzeile im Handelsblatt. Deutsches Geldvermögen noch nie so hoch. Also es sind jetzt 2,1 Billionen. Wertpapiere ist etwas gesunken. Und Ansprüche aus der Altersversorgung nochmal angestiegen. Das sind also jetzt nicht die Rentenversicherungsansprüche über die Sozialversicherung, sondern Ansprüche aus Kapitalanlagen über Lebensversicherung klassischerweise. Und da auch das Reinvermögen, um jetzt auf die wichtige Zeile zu kommen, Reinvermögen der Bundesbürger sozusagen, ist 10 Billionen, also 10.000 Milliarden. Mit welchem Wert fließen da der Grund und Boden und die anderen Güter ein? Das ist genau gleich die übernächste Folie. Es ist natürlich Wiederbeschaffungspreis. Das heißt, die sind vorsichtig kalkuliert. Aber ist es drin, dass einfach der Grund und Boden Wert gestiegen ist? Ja, also wie gesagt, das ist eine sehr, da darfst du jetzt nicht sagen, auf die Milliarde genau hinschauen, ne? Weil natürlich ist bei Wertpapieren, die können sich ändern, Anlagegüter können sich auch ändern. Also es sind schon sehr der Schätzung unterliegende Zahlen, aber es sind halt Größenordnungen, die schon überzeugend sind. Ja? Das ist der Punkt. So, und der Karl-Martin Henschel, der Mitglied unserer Arbeitsgruppe ist, der hat sich jetzt mal die Mühe gemacht, diese ganzen Vermögensstatistiken, die von den großen Banken herausgegeben werden, nochmal umzuschreiben und nochmal zu schauen, wenn man die deutschen Bürger sozusagen in diese Gruppen einteilt, Besitzlose, Mittelschicht, Wohlhabende, Reiche, Multimillionäre
das UHNWI heißt Ultra High Net Worth Individuals. Also das ist sozusagen der Begriff der amerikanischen Banken, wenn sie diese Gruppe beschreiben. Ja? Und das sind die extra Ultra High Net Worth Individuals. Also egal, wichtig ist, besitzlose Hälfte der Bevölkerung, 40 Millionen, Anteil am Gesamtvermögen 100 Milliarden, das ist mehr oder weniger Schulden und Guthaben heben sich da mehr oder weniger auf. Da geht es um 2.500 Euro pro Person. Die Mittelschicht, das wären die nächsten 40%, also von 50% bis 90% nach oben, also 32 Millionen. Anteil am Gesamtvermögen 32%, ist ja nicht wenig, aber und es sind 3,2 Billionen, aber das teilt sich ja heute auf viele Menschen auf. Von daher reden wir jetzt über ein Vermögen zwischen 20 und 110.000 Euro. Dann die Wohlhabenden, da reden wir jetzt von 90% bis 99%, das sind dann 7 Millionen. Die haben einen Anteil am Gesamtvermögen von 3,3 Billionen. Und da reden wir in der Durchschnittsvermögen von 200.000 bis 500.000. Das sind immerhin noch 7 Millionen. Jetzt kommen die Reichen. Das sind jetzt schon unter der Millionengrenze bei 900.000. Und die haben ein Gesamtvermögen von 1,5 Billionen. Das heißt, da reden wir über ein verfügbares Vermögen zwischen 1 und 2 Millionen Euro. Und jetzt kommen wir in die spannenderen Bereiche. Die Multimillionäre, das sind noch 90.000, Gesamtvermögen 800 Milliarden, pro Person zwischen 3,5 und 10 Millionen Vermögen. Dann die 9.000 Ultra High, einfach nochmal eine Stufe nach oben, beim Gesamtvermögen von 500 Milliarden, da reden wir über 20 bis 60 Millionen. Ich überspringe jetzt, gehe gleich auf die Milliardäre. Da haben wir in Deutschland rund 100 und da reden wir halt über ein Vermögen zwischen 1 und 4 Milliarden. Also das ist dann die Kategorie der Quanz und der Schwarz und wie sie alle heißen. Also eine sehr ungleiche Vermögensverteilung hier auch in Deutschland. Das ist ja deswegen auch schief, weil Renten, bitte? Weil Renten nicht angesetzt werden. Das ist richtig, das ist jetzt die nächste Frage. Renten kommen. Das ist ja statistisch völlig widersinnig, dass man sagt, mir ist es doch als Rentner egal, die Ansprüche habe ich, ob es kapitalgedeckt ist oder umlagefinanziert. Kapitalgedeckte Renten werden mit reingenommen. Mhm. Länder wie Niederlande, die das haben, die haben statistisch höhere Vermögen, die haben niedrige. Wir haben das, seine Pensionsansprüche werden nicht kalkuliert. Richtig. Also darum sage ich ja grundlegende Probleme bei den Vermögensdaten. Die Daten beruhen vielfach auf Befragungen. Topverdiener und Topvermögen sind nicht enthalten bei den üblichen Statistiken. Rentenanwartschaften aus der Sozialversicherung werden als Vermögenskomponente nicht berücksichtigt. Das ist genau Ihr Beitrag, den Sie gesagt haben. Obwohl daraus eine große Mehrheit den Hauptteil seiner Alterseinkünfte bezieht. Also wenn ich jetzt die USA und Deutschland vergleichen würde, dann hätte ich ein völlig falsches Bild, weil eben in den USA die Alterszusammenarbeit heute auf einer privaten Kapitalanlage beruht, während sie bei uns eben auf einem Umlagesystem beruht. Ist schon klar, die Immobilienbewertung ist ja auch ein großes Thema. Von daher muss ich bei Vergleichen zwischen den einzelnen Staaten immer schon sehr, sehr vorsichtig sein. Und wenn ich hier natürlich die Mittelschicht reinnehme, dann müsste ich natürlich die Rentenvermögen, die fiktiven, könnte ich ja auch in Kapital umrechnen, dann nochmal bewerten. Vieles wird verschleiert, zum Beispiel wird nicht gesagt, dass seit 1957 700 Milliarden mit Zinsen 1000 Milliarden aus der Rente gestohlen wurden, gestohlen. Ja, das ist auch nochmal ein eigenes Thema, aber. Hat niemand gesprochen bis jetzt? Ja, ja. Nee, ist aber heute nicht unser Thema. Ne? Wenn wir jetzt sagen, quasi Ungleichbehandlung, man müsste sozusagen die großen Vermögen nochmal stärker besteuern.
Ist die Frage, gibt es da Ideen, wie man das machen könnte? Also Ideen gibt es einiges. Zum einen reden wir ja bei einem Arbeitseinkommen die Frage, wo ist der Spitzensteuersatz und wo setzt er an? Das wäre der eine. Dann der Bereich Vermögen, allgemeine Vermögensteuer. Es wird ja immer gesagt, das Bundesverfassungsgericht hätte die Vermögensteuer verboten. Stimmt ja nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat nur die Art der Erhebung als ungerecht empfunden und deswegen gesagt, einstellen und macht ein richtiges System, hat die Politik bisher noch nicht zustande gebracht, leider. Grundsteuer ist natürlich auch ein Thema, über die man einiges machen könnte. Zum Beispiel auch den Wertzuwachs besteuern. Wenn also eine Gemeinde die saure Wiesen von Bauer Meier zum Gewerbegebiet erklärt, dann sagt der Bauer Meier den Gewinn sozusagen den Wertzuwachs seines Grundstückes als Privatvermögen ein, obwohl es eigentlich quasi auf Basis einer öffentlichen Investition zustande gekommen ist. Das könnte man ja auch besteuern. Und dann wird besteuert. Bitte? Wechsel der Einkunftsadlage und Forstwirtschaft zu H&V wird besteuert, also nicht steuerfrei. Bitte? Was ich völlig unverständlich finde, ist, dass eben Arbeitseinkommen und Vermögenseinkommen unterschiedlich behandelt werden. Ja, da kommen wir bei unseren Punkten drauf. Ja. Gut, also es gibt. Richtig, es gibt Bereiche, wo das gemacht wird, aber es gibt große Bereiche, wo es eben nicht gemacht wird. Genau. Wichtig auch nochmal, weil wir jetzt dann quasi konkrete in die Zahlen einsteigen, und da werden wir es auch sehen, wenn man verschiedene Länder vergleicht, dann ist es so, dass in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ist, was über Steuern, über Beiträge oder Gebühren geregelt oder privat. Also, wir haben schon darüber gesprochen, Altersversorgung in dem einen Land privat und über Kapitalanlage und im anderen Fall über Sozialversicherungsbeiträge. Und da ja auch nochmal Frage Umlage oder kapitalfinanzierte Systeme, aber aus dem Vergleich der Staaten wird schon ganz einiges Interessante klar. Zum einen Steuerquote in Deutschland. Man sieht, dass die Steuern in Deutschland nicht gestiegen sind, die Quote nicht gestiegen ist, sondern kontinuierlich gefallen ist. Hier geht es nochmal auseinander. Das Blaue ist die reale Steuerquote und dieses Delta, das hier aufzeigt, das ist quasi Steuermittel, die in die Rentenversicherung und in die Arbeitslosenversicherung fließen. Da ist ja im deutschen Steuer- und Beitragssystem ein wilder Mischmasch, was sozusagen gesellschaftliche Leistungen werden auf die Altersversorgung, über die Altersversorgung finanziert. Deswegen wird dann wieder ein Teil der Steuern rübergeschoben und zurück. Ein sehr undurchsichtiger Vorgang. Bloß hier nochmal, auch unabhängig davon, ob man jetzt welche beiden Kurven man betrachtet, durchgängig kann man sehen, dass also quasi eine Senkung der Steuerquote erfolgt ist. Und jetzt interessant, ein Ländervergleich. Hier ist Deutschland, also Steuerquote mit 22% und eine Abgabenquote von 36%. Dann wichtig, USA, erwartet man so auch eine relativ geringe Steuer- und Abgabenquote. Eben deswegen, weil viele Leistungen dort privat finanziert werden. Interessant aber, dass die Großbritannien, was die Steuer- und die Abgabenquote gar nicht so weit vom Durchschnitt entfernt liegt. Also quasi sich relativ einfügt in das Standardverhalten. Interessant dann, wie das skandinavische Länder. Ganz extrem Dänemark, da ist Steuer- und Abgabenquote jeweils bei 50%. Das heißt, von jedem Euro, der verdient wird, geht die Hälfte an die Steuer. Und es zeigt sich ja,
dass Dänemark an so einer hohen Steuerbelastung nicht zugrunde geht. Sie sind ja wirtschaftlich sehr erfolgreich, geht sehr gut. Müssen sogar die Grenzen zumachen, weil alle Flüchtlinge nach Dänemark wollen. Ne? Entschuldigung, das war jetzt etwas ironisch gemeint. Aber zeigt nur, dass auch ein Land mit einer sehr hohen Steuer- und Abgabenbelastung erfolgreich wirtschaften kann, weil, und da kommen wir drauf, wo sich das dann wieder niederschlägt. Und die Leute fühlen sich am wohlsten angeblich. Nimmt da so eine Mittelrolle. Die Leute fühlen sich am wohlsten in den skandinavischen Ländern, ja. Wurde ausgesagt. Genau, jetzt Abgaben auf Arbeitseinkommen, da ist sozusagen Deutschland, also bei den, jetzt nicht Steuern, sondern Abgaben, da ist Deutschland in der Spitze mit dabei. Und hier nochmal zwei interessante Tabellen. Das eine ist ein Alleinstehender mit dem Durchschnittseinkommen. Und hier alleinerziehend zwei Kinder mit 67% des Durchschnittseinkommens. Und da wird man jetzt zum Beispiel, sieht man, es gibt zwar eine geringe Entlastung bei den Abgaben. Wir reden jetzt nicht von den Steuern, ne? Bei den Abgaben, aber doch immerhin auch noch eine hohe Belastung bei Alleinerziehenden in Deutschland. Schweden hätte ich eigentlich was anderes erwartet. Und interessant ist jetzt, Dänemark fast keine Belastung mehr und bei Großbritannien auch nicht. Also sozusagen an der Ecke relativ soziales System. Was sind die beiden Spalten? Bitte? Was ist die linke und was ist die rechte Spalte? Das war oben war Alleinerziehender. Ach, ja. Und das war alleinstehend und das andere war allein. Das ist sozusagen, welche soziale Komponente steckt da nochmal dahinter? Interessant nochmal Steuern auf Kapitaleinkünfte. Da ganz in der Spitze Dänemark, da ist der Spitzensteuersatz 55% und sie belasten Kapitaleinkommen quasi in der gleichen Größenordnung. Das heißt, die Differenz zwischen Einkommensspitzensteuersatz und Belastung von Kapitaleinkommen ist 4,1%. Wenn man sich Deutschland anschaut, dann ist die Differenz 13,8%, wobei aber hier Dividenden mit 48% zugeschlagen. Das heißt, bei diesen 48% wird die Steuer, die das Unternehmen zahlt und die Steuer, die der Empfänger der Dividende zahlt, zusammengerechnet. Also der quasi Dividendenempfänger zahlt genauso seine Pauschalsteuer wie auch bei Zinseinkünften, aber vorneweg liegt nochmal die Besteuerung des Unternehmens als selber. Und interessant an der Stelle die Niederlande, also Einkommensspitzensteuersatz 52%, aber dann Zinsen, keine Steuern, Veräußerungsgewinne, nein, Kapitaleinkünfte sehr gering. Das heißt, der Unterschied ist 37%. Und jetzt wissen wir auch, warum sozusagen jedes größere deutsche Unternehmen eine Zweigniederlassung in den Niederlanden hat. Weil quasi in den Niederlanden die Verrechnungsdrehscheiben für die internationalen Gewinneinkommen sind. Und das läuft in den Niederlanden steuerfrei. Und hier Großbritannien kann man auch wieder sehen, die also eine relativ hohe Belastung auch der Kapitaleinkünfte haben. Also auch sozusagen, wenn man sagt, Finanzmarkt London ist so günstig, weil wenig Steuern, stimmt nicht. Für nationale Einkommen ist die Besteuerung relativ hoch. Das sieht man jetzt auch an der nächsten Grafik. Das ist Steuern auf Vermögen. Da ist Großbritannien mit über 3,5% Steuern auf Vermögen. Entschuldigung. Falsch. Im Prozent vom wenn man sich das Nationaleinkommen anschaut, das Bruttoinlandsprodukt, davon werden 3,5% durch Vermögensteuern aufgebracht. Das ist der Punkt. Während Deutschland sind wir unter 1%. Das heißt also, in Großbritannien und auch die USA sind da weit vorne, Kanada auch,
mit über 3%. Ein erheblicher Anteil der Steuern wird über Vermögensteuern oder Vermögensteuern aufgebracht. Das heißt, Steuern auf unbewegliches Vermögen ist Immobilien, ist klar. Dann gibt es eine Vermögensteuer nochmal extra und dann eben die Erbschaft- und Schenkungssteuer. Also das heißt, gerade bei den Ländern, wo man meint, die sind so unternehmens- und kapitalfreundlich, wird es doch ein erhebliches Abschöpfpotenzial an Steuern über Vermögen erbracht. Aber das ist keine Vermögensteuer, sondern das ist eine Steuer auf Vermögen. Steuer auf Vermögen. Ja, durch Grundsteuer. Die Amerikaner finanzieren zum Beispiel zum Teil die Schulen auch über die Grundsteuer. Aber ja. Das ist keine Vermögensteuer in unserem Sinne. Das ist Steuer richtig, ja. Ja, Steuer auf Vermögen. Ja, genau. Ja. Richtig. So, jetzt wären wir bei den Themen, die, wie wir sagen, was sinnvoll und notwendig wäre für ein Steuersystem an Änderungen, die wir bräuchten. Da kann man erstmal festhalten, Staatsbonen bis zu 50% sind offensichtlich möglich, ohne Einschränkung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Wichtiger Punkt. Quasi diese 20 oder 25%, die es in der Bundesrepublik sind zurzeit, könnte man ohne weiteres erhöhen, ohne die nationale Konkurrenzfähigkeit zu gefährden. Zweiter Punkt, Steuern durch Steuern. Klar ist, dass man eben mit Steuern auch Sozialpolitik und Gesellschaftspolitik machen kann und das sollte auch bewusst eingesetzt werden mit diesen Zielen sozusagen einen besseren Ausgleich zwischen Reich und Arm. Das zweite Thema ist Geschlechtergerechtigkeit. Generationengerechtigkeit ist ja auch ein permanentes Thema, das zu diskutieren ist. Und ein wichtiger Punkt ist Vermeidung von Steuerwettbewerb innerstaatlich und international. Wir haben ja in Deutschland auch einen innerstaatlichen Steuerwettbewerb. Wenn man nur mal schaut, Grünwald und München, ne? Also die Vermögensverwaltung der Firma Siemens sitzt nicht am Konzern, sitzt am Wittelsbachplatz, sondern ist ausgelagert nach Grünwald. Und warum Grünwald? Weil Grünwald einen viel geringeren Hebesatz bei der Gewerbesteuer hat. Das heißt, die Milliarden, die da verwaltet werden, zahlen also eine viel geringere Steuer, als wenn die Verwaltung in München passiert. Und so kann natürlich Stadt gegen Stadt Konkurrenz machen. Oder ein anderer Punkt, weil der Herr Söder kritisiert wurde, dass die Steuerverwaltung, die bayerische, zu gering besetzt ist, sagt er ganz offen, warum soll ich die besser besetzen? Die Steuereinnahmen fließen über den Länderfinanzausgleich eh nur in anderen Ländern. Dann mache ich lieber eine reichenfreundlichere Steuererhebung und dann habe ich mehr Reiche in Bayern. Sagt er ganz offen. Ne? Also, das heißt, es ist nicht nur so, dass man über einen internationalen Steuerwettbewerb reden, sondern auch über einen nationalen. Ne? Geht schon auf sowas. So, dann quasi grundlegende Ziele für ein Steuernabgabensystem. Langfristige Finanzstabilität. Da will ich jetzt nicht verschweigen, ein heftiger Diskussionspunkt bei uns in der Arbeitsgruppe ist natürlich das Thema Schulden. Also, wie viel Staatsverschuldung erlauben wir uns, was ist produktiv, was ist negativ. Wobei wir halt sagen, eine kurzfristige Schuldenaufnahme kann aus wirtschaftlichen Konjunktursituationen notwendig sein, aber auf Sicht sollte schon die Finanzstabilität erreicht werden. Zweiter wichtiger Punkt ist natürlich ökonomisch und ökologisch nachhaltig. Das heißt, dass eben auch über Steuerpolitik eine ressourcenschonende Industriepolitik betrieben wird. Das liegt da dahinter. Der nächste Punkt, gleichmäßige Belastung von Arbeit und Kapital. Also da müsste, also gleichmäßige Belastung von Arbeit, Kapital und Verbrauch. Das heißt also, das, was wir in Deutschland haben, der sehr hohe
Steuer- und Abgabenbelastung von Arbeit sollte umgewandelt werden, dass Kapital eben höher belastet wird, eben auch im Sinne von Reduzierung ungleich und auch der Verbrauch stärker belastet wird, weil eben zum Beispiel der Verbrauch dann quasi direkt in die Umweltbelastung eingeht. Genau. Das andere, ein weiterer Punkt, dezentral und subsidiär, was ist damit gemeint? Stärkung der kommunalen Ebene. Im Moment haben wir ja die Situation, dass quasi die Steuergesetzgebung den Kommunen immer mehr Aufgaben zugewiesen werden, aber das in der Regel damit mit einer zu geringen Finanzausstattung einhergeht. Das heißt, da müsste die kommunale Ebene viel stärker ausgestattet werden, weil das natürlich auch der Punkt ist, wo der Bürger sofort unmittelbar die Konsequenzen sieht und dann ja auch die Bereitschaft, Steuern zu zahlen, erhöht ist, wenn ich direkt die Ergebnisse sehe. Ja, bitte. Das wurde hier schon mal in einem anderen Referenten dargestellt, wie das in manchen anderen Ländern der Fall ist. Und da war zum Beispiel Schweden, ja, die bei denen die Hauptmenge der erhobenen Steuer in die Kommunen reinfließen. Ja, das ist dort viel besser geregelt. Und dadurch, dass so viel Geld in die Kommune selber reinfließt, ist es sogar möglich, für manche Vorhaben bei den Bürgern die Zustimmung für Steuererhöhungen zu bekommen, weil sie wissen, dass da haben wir ja was davon. Ja, das versickert mich irgendwo zentral. Und richtig. Ja. Das ist einer Modelle, die etwas fantasievoller und wirksamer sind als das, was also, wir uns haben. Das ist einer der zentralen Punkte, sozusagen wirklich zu schauen, wieder mehr Kompetenz in die Kommunen reinzubringen und auch natürlich Steuer- und Finanzautonomie. Was da dann natürlich notwendig ist, ein Finanzausgleich zur Gleichstellung, jetzt nicht im Sinne von ich schere alle über einen Kamm, aber dass sozusagen unterschiedliche wirtschaftliche Ausbildungsbedingungen eben ausgeglichen wird, und das haben wir ja gerade angesprochen, Finanzautonomie auf jeder Ebene. Ja. So, und das, was jetzt an Vorschlägen kommt, das sind keine neuen oder revolutionären Ideen, sondern die sind mehr oder weniger in den Nachbarländern schon realisiert. Eine Idee, das war ganz neu, das fanden wir einen ganz interessanten Punkt zu sagen, warum schreibt man nicht rein in die Verfassung, dass zum Beispiel eine Steuerpolitik für eine bestimmte gesellschaftliche Reichtumsverteilung sorgen müsste. Ja? Dieser Gini-Koeffizient, der stellt ja dar, wie die Reichtumsverteilung in einer Gesellschaft ist. Der ist in allen Ländern ist der am Ansteigen. Und der Punkt wäre zu sagen, wir legen einen bestimmten Wert fest und die Steuerpolitik oder die Gesellschaftspolitik hat dafür zu sorgen, dass diese Einkommensungleichverteilung nicht einen bestimmten Wert überschreitet. Wäre ja mal eine Idee, wir haben schreiben so viele in das Verfassung, das wäre doch eigentlich mal, was die gesellschaftliche Stabilität betrifft, ein ganz wichtiger Punkt. Staatsquote 50%, quasi, wenn ich viele Aufgaben über öffentliche oder wenn ich viele Funktionen über öffentliche Güter bereitstellen will, dann brauche ich auch die entsprechenden Finanzmittel. Und wie gesagt, Dänemark zeigt, es geht ohne weiteres, auch die Staatsquote bis auf 50% anzuheben, ohne dass die Gesellschaft oder die Wirtschaft zusammenbricht. Die Frage ist ja dann. Bitte? Wie hoch ist die Staatsquote in Deutschland im Moment? Die Steuerquote ist bei 23% sowas und die Abgabenquote bei 36%. Wobei eben die Abgabenquote ja nicht jetzt unbedingt sozusagen Geld ist, das dem Staat zufließt, weil da steckt ja dahinter quasi die Altersversorgung, die Rentensysteme. Und das ist also jetzt in dem Fall quasi keine
Finanzmittel für öffentliche Güter oder für klassische Steuerpolitik. Ja. Also Abgaben heißt in dem Falle für einen bestimmten Zweck zu verwenden. Eine Steuer darf nicht zweckgebunden erhoben werden, da ist der Staat frei, für was er diese Finanzmittel verwendet. Bei Abgaben sind die Finanzmittel zweckgebunden. Also, wenn ich Sozialversicherungsbeiträge zahle, dann ist klar, habe ich einen Anspruch auf eine Versicherungsleistung. Das ist da der Unterschied. Und die Staatsquote? Das ist die? Das ist jetzt quasi die Steuerquote gemeint. Das ist klar, ist die Steuerquote gemeint. Stimmt, das wäre sinnvoll, das die Steuerquote zu nennen. Genau. Genau. So, wie wir das so einschätzen, ist quasi, dass keine pauschalen Steuererhöhungen notwendig wären in der Bundesrepublik, sondern wenn wir die Steuerstruktur verschließen würden und den Abbau von Privilegien vorantreiben würden, dann würden wir diese Punkte erreichen. Wichtig ist zum Beispiel durchgängige Steuerprogression. Gerade bei Kapitaleinkommen, es ist ja so, dass quasi im Moment so ist, dass je höher das Einkommen ist, umso geringer sind die Steuersätze. Weil eben bei hohen Einkommen Kapitaleinkommen einen sehr großen Anteil ausmachen und das Kapitaleinkommen ja nicht progressiv besteuert wird, sondern pauschal besteuert wird. Und damit bei den mittleren Einkommen ist ein Arbeitseinkommen der Großteil und das wird maximal mit 42% oder 46% besteuert, während eben bei den Kapitaleinkommen wir weit darunter sind. Und das ist ja auch ein Diskussionspunkt der Steuerpolitik. Genau, und dann könnte man darüber eben eine Entlastung des Faktors Arbeit realisieren, was natürlich auch dann Beschäftigung fördern würde. So, Steuerverwaltung, da ist quasi ein Punkt, den zweiten hatte ich schon angesprochen, mit dieser Wettbewerb der Länder, wie ich Steuerpolitik mache. Wenn ich sozusagen die Kosten umlegen würde auf alle gleich, dann würde sich so eine Politik dann nicht mehr auszahlen und eben wir bräuchten auch für große Unternehmen quasi eine nationale Steuerverwaltung, die sich diese Unternehmen dann vornimmt. Da sind eben die Länderfinanzämter oft überfordert. Oder machen dann wieder sozusagen Regionalpolitik. Ne? Das kommt ja auch noch dann dazu. So, das war jetzt sozusagen so ein grundsätzliches. Zweites wäre Einkommen und Vermögen. Dann auch schon angesprochen, progressiv wachsende Steuersätze für alle Einkommensarten, also Arbeitseinkommen, Kapitaleinkommen. Da bei den Arbeitseinkommen haben wir es ja schon. Da ist die Frage, kann man da nicht bis an die Grenze von 50% gehen? Und bei Kapitaleinkommen eben die mit den gleichen Steuersätzen zu unterwerfen. Das ist ja da der Hintergrund. Dann E-Gartensplitting, ja auch so ein Thema langjährig und in vielen Formen diskutiert. Wir sind der Auffassung, dass man sozusagen diesen Steuervorteil umwandeln sollte in Grundeinkommen für Kinder. Das heißt also, wenn man das E-Gartensplitting abschafft, die Steuermittel, die man damit gewinnt, sozusagen dann wirklich den Kindern zugutekommen lässt. Und das wäre eigentlich die Grundidee, die früher ja hinter dem E-Gartensplitting stand, Familien zu stärken. Und da ja quasi heute die Familiensituation eine ganz andere ist, wäre es sinnvoller, das direkt den Kindern zuzuordnen. Meinen Sie, dass die Partei wiedergewählt würde, die Abschaffung des Ehegattensplittings ins Wahlprogramm übernehmen? Ich denke, ist die Frage, wie man es macht. Also zu sagen, von heute auf morgen schaffen wir es ab, wäre Harakiri, das ist schon klar. Aber wenn ich mache jetzt einen stufenweisen Prozess über, sagen wir mal, 10, 20 Jahre, dann kann sich jeder darauf einstellen, ich mache das schrittweise, dann kommt auch keine große Belastung von heute auf morgen. Ich denke, das wäre politisch durchsetzbar und aushaltbar, würde ich schon meinen.
Also bei diesen vielen Punkten ist ja immer sozusagen die Frage der Erläuterung und der Begründung. Oft wird in der Politik wirklich gemacht, ich stelle irgendeine Forderung in den Raum, ohne sie zu erläutern oder zu begründen. Da haben wir bei den Grünen, die haben ja einige Fehler an der Ecke gemacht. Aber das ist ja echt, war einfach politisch dumm, muss ich sagen, weil das war zu erwarten. Wenn ich halt solche Forderungen in den Raum stelle, dann muss ich das klar begründen. Ich muss aber auch Anpassungszeiträume schaffen und nicht sagen, jetzt machen wir von heute auf morgen alles anders. Jetzt werden doch die Familien gefördert, die keine Kinder haben. Ja, das ist ja quasi das heutige Ehegattensplitting. Ja. Der Brauschein. So. Der Brauschein. Ja, genau, der Brauschein wird finanziert, genau. Ja, na klar, man muss ja die Scheidungskosten wieder vorfinanzieren. Das ist schon klar. Ja, dann ein Thema, das wir gerade bei den Kindern ja schon angesprochen haben, Umwandlung Freibeträge in Steuerabzugsbeträge. Ein Freibetrag ist quasi, ein Freibetrag reduziert das zu versteuernde Einkommen. Und damit mit der Progression, je höher mein Einkommen ist, umso größer ist die Wirkung. Während wenn ich einen Steuerabzugsbetrag habe, dann ist egal, ob ich, nehmen wir an, von 500 Euro, dann ist egal, ob ich 1000 Euro Steuern zahlen muss, dann werden 500 Euro abgezogen und ich muss nur noch 500 Euro zahlen. Dann habe ich eine Steuer von 1 Million, dann werden da auch 500 Euro abgezogen, dann muss ich halt 1950 Euro zahlen. Das ist der Clou, der dahinter steckt. Viel Politik versteckt sich ja hinter seltsamen Wörtern. So, da waren, das war schon ein Thema. Bei diesem Thema, was hilft mir mit Steuer, Sparnis, wenn ich sowieso keine Steuer zahle. Wir haben ja quasi gerade bei Niedrigeinkommen ja auch eine hohe Abgabenlast in der Sozialversicherung. Das heißt, das wird ja der nächste größere Diskussionspunkt sein, nämlich die Frage Rentenversicherung und Alterssicherung für die Zukunft. Im Moment ist ja so, dass sich die politischen Parteien und die Gewerkschaften mit Lösungsvorschlägen überschlagen. Ich denke aber, die sind alle zu kurz gesprungen. Denn ich glaube, wir werden nicht drum herum kommen, zwei grundlegende Sachen zu machen. Erstens, es müssen alle in diese Systeme einzahlen. Es geht nicht, dass man sozusagen getrennte Systeme macht und jeder sozusagen schaut, was kriegt der andere und ich will mehr und der andere will weniger kriegen. Und zweitens, wir müssen die Altersversorgungssysteme, da müssen wir auch die Kapitaleinkommen zur Mittragung heranziehen, also auch aus Kapitaleinkommen müssen Altersvorsorgeleistungen erbracht werden, so wie es in der Schweiz schon vorbildhaft seit Ende der 40er Jahre ist, genau dieses System haben. Alle zahlen ein und aus allen Einkommen fließt Renten ein. Und die haben sozusagen das bedingungslose Grundeinkommen immerhin schon für ihre Rentner realisiert. Also, wenn die Schweiz heute über bedingungsloses Grundeinkommen abstimmen, dann stimmen die nur noch über die arme Bevölkerung ab, nicht mehr über die gesamte. Sollte man wissen, die haben es, für die Alten haben sie es schon. Ne? Mehr oder weniger. Also nicht ideal, gibt es auch Punkte, die man kritisieren kann, aber jeder Mensch, der sein Leben in der Schweiz verbracht hat, hat eine Rente, die bei 1150 Franken liegt. Mindestens. Und die Steuerlast in der Schweiz ist viel geringer als bei uns. Und genau. Gut, bei den Einkommen ist sie bei uns auch relativ gering. Aber es ist klar, es muss kein Schweizer zum Sozialamt rennen. Ne? Das ist schon ein wichtiger Punkt. Und das wäre zum Beispiel auch so ein Ziel für eine deutsche Sozialpolitik. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema, aber ein kleiner Ausflug. Wiedereinführung Vermögensbesteuerung, mehr ohne weiteres machbar, wobei das dann den Vorteil hätte, wenn ich Vermögensbesteuern will, dann muss ich es auch bewerten. Das heißt, das, was heute völlig im Dunkeln ist,
wer hat eigentlich wie viel Vermögen, wie reich ist wer, ne? Weiß kein Mensch in Deutschland. Das wäre damit wieder sozusagen gemacht und dann könnte man endlich mal eine ordentliche Vermögensstatistik machen. Also ich will ja nicht wissen, wie viel die Susanne Vermögen hat, aber eine Statistik, wie die Verteilung über ganz Deutschland ist, wäre schon nicht schlecht. So, dann Wirtschaftssteuer haben wir ja schon diskutiert. Dann auf der Unternehmensbesteuerungsseite, da sind ja die Themen, die glaube ich sind ja allgemein in der Politik diskutiert. Bekämpfung internationaler Steuerwettbewerb, also diese bekannte Geschichte, die Iren haben noch niedrigere Steuersätze als, weil damit die US-Unternehmen eben nach Irland gehen und so weiter. Also ich denke, die Diskussion kennt ihr. Die Bekämpfung von Steueroasen ist auch ein Thema, das allgemein in der Politik der Diskussion ist. Eine Idee kommt schon langsam immer stärker in die Diskussion, wollen die OECD-Staaten gar nicht sehr gerne. Es gibt eine Diskussion auf einer internationalen Ebene, quasi eine Steuerinstitution einzurichten, vergleichbar mit der WTO. Also die World Trade Organization, also die Welthandelsorganisation, stellt ja Regeln für den Welthandel auf. Und da denkt man sozusagen über eine International Tax Organization nach, die quasi Regeln auch für Steuerpolitik aufstellt. Das heißt, ein Freihandelsabkommen würde dann nur verbunden werden mit einem Steuerabkommen. Also warum denn nicht? Das wäre da eigentlich sinnvoll, wenn man schon sowas machen muss oder will. Also hier läuft eine Diskussion schon langsam los. Haben wir als Attacke auch gerade einen Brief an den Schäuble unterzeichnet, diese Bemühungen mit zu unterstützen. Da gibt es gerade eine Kampagne. So, Anhebung Unternehmensbesteuerung. Das denke ich, wäre auch möglich. Dann eine progressive Besteuerung auch bei den Unternehmen. Also die Steuersätze, die Körperschaftssteuersätze sind ja fix. Und da wäre es ja auch möglich, sozusagen für Großunternehmen höhere Steuersätze anzusetzen, um den strukturellen Vorteil von Großbetrieben auszugleichen. Eine nicht ganz offene Argumentation bei der Erbschaftssteuer und der Befreiung der Unternehmen von der Erbschaftssteuer liegt ja auch darin, dass man sagt, darüber können wir den Mittelstand finanziell wieder fördern. Also statt sozusagen die Kuh vom Schwanz her auf, das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen, sollte man es direkt gleich machen. Also da progressiv besteuern. Aber wie soll das gehen bei Körperschaften? Weil dann würden sie die Körperschaften einfach aufspalten und haben dann jeweils die Möglichkeit von unten anzufangen. Das ist ja gerade der Vorteil der einheitlichen Körperschaftssteuer, dass ganz egal wie groß das Unternehmen ist, eine Teilung des Unternehmens keinen Vorteil hat. Da wäre dann die Frage, inwieweit es sozusagen nochmal auf ein Konzernprinzip oder Gesamteinkommensprinzip geht. Aber natürlich, da muss man sehen, wie man solche Ausweichstrategien gehen kann. Das ist klar. Das sind bei diesen Vorschlägen, das sind jetzt erstmal Grundvorschläge, Möglichkeiten dann der Ausweich gibt, das ist klar, das muss man sich dann im Detail nochmal anschauen. Ja, Welteinkommensprinzip unter Anrechnung ausländischer Steuerbelastungen, dieses berühmte Thema Doppelbesteuerungsabkommen, die ja oft dazu führt, zur doppelten Nichtbesteuerung, und dass man hier sozusagen sagt, wir nehmen beim Unternehmenswelteinkommen zusammen, unter Anrechnung eben der im Ausland gezahlten Steuerleistung und nicht, ich gehe mal davon aus, dass du dir das Unternehmen im Ausland Steuern gezahlt hast. Ob es nun so ist oder nicht, das spielt dann keine Rolle. Das sollte man ändern. Genau, um das dann zu realisieren, eben eine durchgängig hohe Quellenbesteuerung mit Ausgleichsberechtigung. Und das heißt, ich besteuere an der Quelle und wenn ich das Unternehmen nachweist, ich habe wenig Gewinne gemacht, dann komme ich ja quasi sozusagen auf die sich dann effektiv ergebende Steuerbelastung reduzieren. Ein Punkt, der auch bei uns in der spannend in der Diskussion war, weil das auch für viele ein neuer Punkt war,
Abschaffung von Personengesellschaften. Also, was steckt dahinter? Eine Kapitalgesellschaft ist ja relativ einfach. Wir haben eine Körper, also wir haben ein Unternehmen, das macht, hat einen Geschäftsbetrieb, macht einen Gewinn und zahlt diesen Gewinn aus. Und das Unternehmen wird finanziert eben durch Kapitalgeber, über Gesellschafter oder Aktionäre. Bei den Personengesellschaften, da ist sozusagen der Betrieb und die Privatperson eine Einheit. Und da ist immer die Schwierigkeit dann, wie besteuere ich sozusagen das Betriebsergebnis bzw. die Person. Und deswegen gibt es in Schweden zum Beispiel keine Personengesellschaften mehr. Da gibt es nur noch Kapitalgesellschaften und damit ist die Besteuerungssituation für alle gleich und um einiges einfacher. Auch ein Punkt, der nicht von heute auf morgen sozusagen als Forderung in den Raum zu stellen ist, aber über den man nachdenken muss und über den man diskutieren muss. Ein weiterer Punkt. Finanzwirtschaft, Steuerfreiheit von Finanztransaktionen ist nicht mehr gerechtfertigt. Wenn ich heute ein Stück Butter kaufe, dann sage ich ganz normal meine Mehrwertsteuer. Wenn ich eine Aktie kaufe, sage ich keine Steuer. Warum eigentlich? Da ist die Idee dahinter sozusagen diese Einführung der Finanztransaktionssteuer. Nicht im Sinne von einer Steuer, die sozusagen den Einzelvorgang erheblich besteuert, sondern da reden wir über Steuersätze von unter 1%, 0,1, also 1 Promille. Es geht darum, sozusagen den sogenannten Hochfrequenzhandel zu unterbinden und die Spekulation zurückzudämmen und natürlich auch mit den Finanzmitteln, die darüber generiert wird, die Finanzwirtschaft insgesamt auf stabilere Beine zu stellen. Ein weiterer Punkt, Verbrauchsteuern. Auch da sozusagen wäre es möglich, über eine höhere Steuerbelastung zum einen zu einer besseren Umwelt zu kommen. Ne? Reden wir mal über Diesel und sonstige Verbrennungsmotoren. Und natürlich, wenn ich sozusagen die Finanzmittel auf einer anderen Ecke generiere, kann ich wiederum den Faktor Arbeit entlasten und konsequente Besteuerung nach Verursacherprinzip bei Nutzung begrenzter Ressourcen, sei es Wasser oder Umweltbelastung, CO2 ist da das Thema. Genau, und da. Das ist natürlich richtig und deswegen eben die Entlastung beim Faktor der Arbeit, um hier wieder eine Kompensation zu bekommen. Also das ist schon klar, das trifft ja alle gleich. Das ist genau entgegengesetzt zu dem Thema Spitzenbelastung erhöhen. Aber wenn man sozusagen das in einem gleichmäßigen Modell macht, dann wäre hier nochmal zu justieren. Also klar ist man, vorne war ja der Grundsatz, quasi Kapitaleinkommen, Arbeitseinkommen und Verbrauch, dass man hier schaut, wie kommt man auf ein Gleichgewicht. Das steht über den Ganzen drüber, das ist natürlich klar. So, das hatte ich vorher nochmal bereits erwähnt, dass hier Ansätze gibt. Ein weiterer Punkt, Statistik und Transparenz, das ist eine Sache, die ganz einfach zu machen wäre, wenn man es denn nur politisch wollte. Also öffentliches Unternehmensregister war ja gerade in dem Zusammenhang mit den Panama Papers ein Thema, wer hat denn wo seine Tochterunternehmen und wem gehören die wirklich? Die nächsten beiden Punkte sind auch Punkte, die erheblich zur Diskussion beitragen dürften. Das ist erst einmal in der Statistik. Dass man wirklich sozusagen ordentliche statistische Grundlagen über Einkommen und Vermögen schafft. Aber letzter Punkt, Abschaffung Steuergeheimnis, so wie in Schweden, ist die Frage. Ne? Also
In Schweden kann jeder Bürger sich von seinen Nachbarn oder vom König die Steuererklärung anschauen. Da ist man dahin, dauert es in Deutschland noch ein bisschen, denke ich mal. Aber als Zielsetzung wäre schon mal ein Punkt, dass das Thema mal durch ist. So, Datenabgleich vom Konto und Depotdaten der ausländischen Staatsbürger. Da steckt ja das dahinter, was der Kollege gerade vorhin gesagt hat, dass Deutschland ja eine der großen Steueroasen ist, weil Deutschland die Konto- und Depotdaten ausländischer Bürger nicht weitergibt. Also außerhalb der EU. Ne? Also wenn der Diktator von, was weiß ich, aus Afrika hier sein Schwarzgeld hat, dann erfahrt er sein Heimatland nicht. Das unterliegt dem deutschen Bankgeheimnis, ganz wichtig. Das muss, also wir können schlecht verlangen von Panama, dass sie ihr Bankgeheimnis abschaffen, aber selber halten es aufrecht. Herr Renfli, Kollege hat gesagt, dass von der Entwicklungshilfe dreimal so viel in Länder wie Deutschland abfließen, als wie die Entwicklungshilfe betrifft. Das ist wirklich sehr absurd, sowas. Ja. Gut, und dann quasi nochmal diese länderbezogene Berichterstattung, wie wir sie ja bei den Banken schon haben. Also das wäre jetzt nichts Neues, sondern im Bankenbereich gibt es das ja. Das wäre eben grundsätzlich für Unternehmen ab einer bestimmten Größenordnung zu machen. Auch gerade diese Offenlegung von Steuerabsprachen, wie sie ja gerade jetzt im Moment in der Diskussion zwischen der EU-Kommission und Belgien sind. Da will ja die EU-Kommission Belgien zwingen, die eigenen Steuergesetze anzuwenden. Ne? Also die Welt ist schon verdreht. Ne? Also Belgien hat mit einigen großen internationalen Konzernen diese berühmten Steuertax-Rulings, also Steuerabsprachen getroffen, dass diese Unternehmen weniger Steuern zahlen, als sie es eigentlich nach der nationalen Steuergesetzgebung müssen. Und jetzt verklagt die EU-Kommission, die belgische Regierung, darauf, dass sie wirklich die Steuer auch einzahlt, die sie nach dem Gesetz zu erheben hat. Das ist sozusagen Steuerkonkurrenz und Steuerwettbewerb. Verstärkter Schutz für genau diese Personen. Quasi das eine ist sozusagen die Strafzahlungen bei Strafzahlungen oder Verbot von Geschäftsverbindungen mit nicht kooperativen Staaten. Das heißt also, Staaten, die nicht so bereit sind, ihre Steuerregelungen aufzudecken, dass man dann quasi entweder Strafen fängt oder einfach Geschäftsbeziehungen unterbindet. Was wir in Deutschland immer noch nicht haben, ein Unternehmensstrafrecht, wo ja in den USA sehr viel Geld für den Staat generiert wird, eben dass Staat auch Unternehmen, die sich falsch verhalten, als Unternehmen zur Strafe herangezogen werden können. IVW. Bitte? Wie jetzt VW. Wie jetzt VW zum Beispiel, geht nicht. Genau. Dann Verschärfungsstrafe für Beteiligte bei illegalen Geschäftsbeziehungen. Bisher sind die Strafen also relativ harmlos. Das schreckt keinen ab. Und ein wichtiger Punkt natürlich auch an der die Verlängerung von der Verjährungsfrist, weil eben oft Straftatbestände erst sehr spät aufgedeckt werden. Und deswegen eben auch Veröffentlichung von Steuerurteilen und Deals, damit man weiß, was eigentlich hier passiert. Oft ist ja so, dass so große gerade Steuerdeals sozusagen unter dem Deckel bleiben und die Öffentlichkeit nicht erfährt, wie quasi der Staat mit Verstößen gegen das Steuerrecht umgeht. Ja, letzter Punkt. Also ich meine Steuerstrafverfahren. Entschuldigung, nein, Steuerstrafverfahren. Ja, ja, ist schon klar. Entschuldigung. Gut, das war's. Vielen Dank.